Marshall Bravestar war es endlich gelungen, Tex Hex hinter Gitter zu bringen. Es lagen genügend Beweise für eine Verurteilung vor. Noch aber waren die Freunde und Helfer von Tex Hex auf freiem Fuß. Und die nahmen nicht so ohne weiteres hin, dass ihr Herr und Meister eingesperrt war. Was ist los mit dir, Tex Hex? Kannst du nicht mal einen Moment ruhig sitzen? Wozu haben wir dir eine Pritsche in die Zelle gestellt? Warum legst du dich nicht hin? Oder ist sie dir zu hart? Halt den Mund, Fass! Ach, lieber Freund, du solltest etwas höflicher zu mir sein. Immerhin bin ich der Deputy von Marshall Bravestar und somit ein wichtiger Mann in New Cheyenne. Ja, du bist wichtig. So wichtig wie der Sand in der Wüste. Spotte nur. Dem Sand hast du deinen Schnupfen zu verdanken. Da kann es dir ja recht sein, dass der Richter dich ausweisen wird. Du musst New Texas verlassen. Ohne ein einziges Kirium-Kristall in der Tasche. Aber dafür bist du deinen Schnupfen los. Das ändert nichts. Auf der Erde habe ich Heuschnupfen, das ist auch nicht besser. Ja, so ist es nun mal. Die kleinen Strafen schickt der liebe Gott sofort. Mit den anderen lässt er sich etwas mehr Zeit. Komm doch mal her, Fass. Ja, doch etwas mehr. Ja? Du hast doch keine Angst vor mir. Oh, Angst vor dir? Nicht doch. Wer wird schon Angst vor dir haben? Ja, so ist gut. Da! Die Schlüssel! Du hast mir die Schlüssel weggenommen. Endlich bin ich draußen. Nein. Zur Seite, du Dummkopf! Bleibst du in der Zelle? Du kannst mich nicht halten. Tu doch nicht. Lass mich durch. Halt! Hier geblieben. Spannend, lass du an. Vorbei, du Narr! Alarm! Hex ist geflohen. Hilfe! Er hat sich befreit. Haltet ihn. Hex flieht. Was ist los? Hex ist ausgebrochen. Das darf doch nicht wahr sein. Er hat mir die Schlüssel für seine Zelle weggenommen. Und dann war auch schon raus. Ich habe versucht, ihn mit meinem Lasso wieder einzufangen. Aber er ist mir entwischt. Er ist durch die Hintertür hinausgelaufen. Ja, er kommt nicht weit. Los, hinterher. Bravestar, er klettert den Turm hinauf. Tatsächlich. Was soll das? Weil er dumm ist. Von da oben kann er nicht fliehen. Schnell, bevor er auf uns schießen kann. Warum schießt du nicht mit einem Lebensstrahler auf ihn, Bravestar? Der Skullwalker kommt. Der Skullwalker will ihn vom Turm holen. Schieß, Bravestar! Schieß! Zu spät. Tex Hex ist uns entwischt. Ich verstehe nicht, wie das passieren konnte. Warum hast du nicht früher geschossen? Weil ich sicher war, dass er uns nicht entkommen kann. Aber lass nur Fass. Wir kriegen ihn zurück in die Zelle. Verlass dich drauf. Tex Hex flüchtete auf dem Rücken von Skullwalker in sein Versteck. Aber zu überschwänglicher Freude bestand kein Anlass. Marshall Bravestar hatte ihm eine schwere Niederlage beigebracht. Die Lage auf dem Wüstenplaneten New Texas hatte sich grundsätzlich geändert. Es ist noch einmal gut gegangen. Skullwalker kam gerade rechtzeitig. Ich hatte alles genau vorbereitet, Tex-Hex. Ausgezeichnete Arbeitsklasse. Dennoch können wir nicht zufrieden sein. Denn nun hat der Marshall Beweise gegen mich. Er kann mich jederzeit verhaften. Dann müssen wir etwas gegen ihn unternehmen. Richtig, Sandstorm. Was schlägst du vor? Die Wüste ist unser Freund. Immer zuverlässig. Sie hat uns noch nie enttäuscht. Was willst du damit sagen? Wir müssen den Marshall in die Wüste locken. So weit, dass er nicht ohne Hilfe nach New Cheyenne zurückkehren kann. Die Wüste wird dann alles für uns besorgen. Eine gute Idee. Aber der Marshall hat Freunde, die ihm helfen. Dann müssen wir eben dafür sorgen, dass sie ihm nicht helfen können. Nichts. Das hört sich gut an. Was für einen Plan hast du, Sandstorm? Hoho, ich werde dafür sorgen, dass zur rechten Zeit ein Sandsturm losbricht, der Bravestar zum Verhängnis wird. Auch das verspricht einiges. Aber wie willst du Bravestar in die Wüste locken? Die Rose der Wüste wird mir helfen. Ja, mit der Rose der Wüste... Ich habe davon gehört, diese Rose blüht angeblich nur alle 100 Jahre einmal.
Aber wie willst du den Marshall mit einer Blume in die Wüste locken? Hoho, das wird nicht leicht sein, aber... Marshall Bravestar befand sich in Forkirium, seiner technischen Kampfstation. Plötzlich kam sein Hilfs-Sheriff Fass herein. Atemlos wirbelte der Deputy sein Lasso um den Kopf. Marshall Bravestar, du solltest schnell kommen. Muss das sein, Fass? Ich habe zu tun. Im Saloon ist die Hölle los. Was? Einige Kirium-Schürfer machen große Randale. Und Handelbar? Was ist mit ihm? Seit wann braucht der Koloss Hilfe? Handelbar ist nicht im Saloon. Ich weiß nicht, wo er ist. Die kleine Mace und der Kellner sind allein mit den Schürfern. Wenn du nicht hingehst, gibt's Mord und Totschlag. Naja, wenn das so ist, dann wollen wir mal andere Seiten aufziehen. Ich habe ja versucht, für Ordnung zu sorgen, aber es ist, als ob diese Verrückten alle den Verstand verloren hätten. Naja, du und ich, wir werden sie schon wieder zur Vernunft bringen. Ja, das glaube ich auch. Du brauchst dir keine Sorgen zu machen. Ich beschütze dich. Oh, das beruhigt mich ungemein. Oha, da ist ja wirklich der Bär los. Jetzt kommt Händelbach. Siehst du, er war da drüben beim Sattler. Naja, dann los, Augen zu und rein ins Vergnügen. Schluss! Hört auf! Hier ist der Deputy von Marshall Bravestar. Lauter Fass! Wie sind hier alle taub auf beiden Ohren? Wow. Da, Hoppler, mein Freund! Was soll ich mit dir, du Pottnase? Doch, auf die 12! Ja! Der Arsch, hört auf! Schluss jetzt! Bravestar! Ihr seid doch vernünftig! Händelbach kommt auch! Was fällt euch ein? Habt ihr sie nicht mehr alle? Der rothaarige Riese da drüben ist der Übeltäter. Er gibt keine Ruhe. Überlass mir den. Nein, 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 Bravestar, der kriegt einen Teller zu spüren. Nee, Händelbar. Der Teller hat den Roten weggeschleudert. Ach, habt ihr gesehen? Ist der Tür rausgeflogen? Ja, auf dem Teller. Ja. Wie auf einer fliegenden Untertasse. So gefällt es mir schon besser, Freunde. Der Rote war der Einzige, der den Saloon verlassen durfte. Wenn auch nicht ganz freiwillig. Aber wir holen ihn zurück. Fass, übernimm das. Schnapp ihn dir mit deinem Lasso. Ist gut, ich bin schon unterwegs. Der wird mein Lasso spüren. Verdammt nochmal, die ganze Einrichtung ist nur noch ein Trümmerhaufen. Wer ersetzt mir den Schaden? Keine Sorge, Händelbar. Alle, die sich an der Schlägerei beteiligt haben, werden bezahlen. Ganz gleich, ob sie angefangen haben oder nicht. Aber der Rothaarige wird den größten Teil der Rechnung übernehmen. Aber wieso denn? Wir haben nicht angefangen. Du musst uns doch wehren. Ja, aber was können wir denn dafür? Der Rote ist allein schuld. Genau. Marshall Bravestar, ja? Sogar die Wasserleitung haben sie zerschlagen. Das kann doch nicht sein, Mace. Wenn sie das getan hätten, dann stünde hier jetzt alles unter Wasser. Kommt kein Tropfen mehr raus. Oh, das gibt's doch gar nicht. Lass mich mal sehen. Tatsächlich nichts. Kein Wasser? Und was ist mit dem Hahn da drüben? Auch nichts. Aber das kann doch nicht mit dieser Schlägerei zu tun haben. Nein, das glaube ich auch nicht. Ich muss sofort ins Fort Kirium. Marshall Bravestar eilte zum Fort Kirium. Von dort aus konnte er die Wasserleitung in der Stadt New Cheyenne überprüfen. Das lebenswichtige Wasser wurde aus den Bergen südwestlich der Stadt durch eine Pipeline herangeführt. Bravestar stellte fest, dass die ganze Stadt ohne Wasser war. Kein Tropfen lief mehr durch die Pipeline. Hier habe ich den Rothaarigen. Sehr gut. Mit dem Lasso habe ich ihn erwischt, als er gerade ausreißen wollte. Ja, in die Zelle mit ihm. Moment mal, Marshall, so geht das nicht. Was wirft man mir überhaupt vor? Ich kann doch nichts dafür, dass irgendein Verrückter plötzlich durchdreht und mir einen Stuhl über den Schädel zieht. Einsperren sofort. Der Friedensrichter wird entscheiden, wie es weitergeht. Beeil dich, Fass. Wir haben noch mehr zu tun. Die Stadt ist ohne Wasser. Ach, wirklich? Und was geht mich das an? Ach, es würde mich gar nicht überraschen, wenn du die Aufgabe hattest, mich abzulenken.
Wäre ich hier im Vorkirium gewesen, als die Pipeline beschädigt wurde, hätte ich sofort feststellen können, an welcher Stelle der Anschlag erfolgt ist. Ich habe mit einem Anschlag nichts zu tun. So? Ich bin nur ein Schürfer, der ein bisschen was trinken wollte. Ach. Wenn andere die Pipeline sprengen, habe ich das nicht zu verantworten. Sperr ihn endlich ein, Fass. Aber warum? Beispielsweise, weil du weißt, dass die Pipeline gesprengt wurde. Ah. Komisch, ne? Ich habe nämlich gerade eben erst aus dem Computer erfahren, dass gesprengt wurde. Also, wenn du das weißt, musst du irgendwas damit zu tun haben. Ha? Kapiert, Rothaariger? Ab dafür, in die Zelle! So ein Schuft. Legt die ganze Stadt lachen. Und was machen wir, Marshall? Wir brechen sofort auf, Fass. Sag Colonel Borobot Bescheid. Wir nehmen die Stratocoach. Los, Tempo. Wir haben keine Zeit zu verlieren. Hey, ja, beeil dich, Marshall Bravestar. Je eher du in die Wüste hinausgehst, desto besser für uns. Halt's Maul! Marshall Bravestar fuhr in die Wüste hinaus. Er folgte der Pipeline, die schnurgerade zu den Bergen führt. Dorthin, wo die Prärie beginnt. Sollten wir nicht lieber fliegen, Sir? Nein, vorläufig fahren wir, Colonel Borobot. Wir müssen Energie sparen. Sind wir so knapp mit Treibstoff für die Stratocoach? Sind wir fast. Wir haben nicht mehr viel Kyrium. Außerdem müssen wir... Oh, vorsichtig! Ah, was ist los? Warum halten wir? Warum steigst du ab, Bravestar? Komm runter von der Kutsche, dann siehst du es auch. Immer diese Unbequemlichkeiten. Kaum hat man sich richtig hingesetzt, schon muss man wieder runter von der Kutsche. Man hat es wirklich nicht leicht, wenn man dich beschützen muss. So, das wäre erledigt. Ja, was ist das? Eine Bombe? Ja, eine Sprengladung unter der Pipeline. Ich habe sie eben entschärft. Komm, wir nehmen sie mit, Fass an. Ja, jetzt darfst du wieder aufsteigen, Fass. Das war's also. Deshalb bist du so langsam gefahren. Du wolltest sehen, ob Sprengsätze an der Pipeline liegen. Genau das. Während wir die Pipeline an anderer Stelle reparieren, zerstören die Attentäter sie hier. Sieht ganz so aus, als wollten sie uns beschäftigen. Aber das wird ihnen nicht gelingen. So, jetzt wieder rauf auf die Kutsche. Ich wette, Tex-Tex ist der Übeltäter. Möchte nur wissen, was er damit erreichen will. Das werden wir bald wissen. Warum fahren wir nicht weiter? Sei still, Fass. Siehst du nicht? Der Schatten des Falken schwebt über Bravestar. Er beschwört den Geist des Falken, um den Blick seiner Augen zu schärfen. Ich könnte auch so gut sehen, wenn mir mein Hut nicht immer über die Augen rutschen würde. Das ist ja nur, weil du den schweren Sheriffstern unbedingt vorn an deinem Hut tragen musst. Mhm. Also, weiter, Freunde. Ich habe eine Spur gesehen, dort hinten, weit voraus. Jemand ist die Pipeline entlang gefahren und hat überall Sprengsätze angebracht. Es ist noch nicht lange hin. In den folgenden Stunden entdeckte Bravestar noch 7 weitere Sprengsätze an der Wasserleitung. Sie alle waren mit Zeitzündern versehen, doch der Marshall konnte sie rechtzeitig entschärfen. Dann endlich fand er die Stelle, an der die Leitung zerstört worden war. Sie befand sich in der Prärie zwischen blühenden Büschen und hohen Gräsern. Während Borobot und Fats mit den Reparaturarbeiten begannen, sah Bravestar sich um. Den Schaden haben wir bald behoben, Sir. Mhm. So. Sei still, Borobot. Störe Bravestar nicht. Ich glaube, er hat was entdeckt. Mein lieber kleiner Freund, Fass. Du solltest meine Sympathie für dich nicht missbrauchen. Ich bin Colonel Borobot, klar? Ja, ja, ist schon klar, Borobot. Du sollst nur leise sein. Colonel! Und ich bin Deputy. Vergiss das nicht. Also gut. Deputy Fass, ich erwarte, dass du Colonel Borobot zu mir sagst und nicht... Was ist los? Bravestar rennt weg. Bei allen Geistern der Wüste. Kann ein Mensch so schnell laufen? Da hat jemanden erwischt. Da drüben. Bei den Büschen. Den Attentäter. Los, wir müssen hin, Borobot. Wir müssen ihm helfen. Colonel, ich bin Colonel Borobot. Ich sage es nicht noch einmal. Nicht noch einmal? Dem Himmel sei Dank, dann ist ja endlich Ruhe. Das ist eine alte Frau. Sie gehört zu den Prairie Peoples, zu meinem Volk. Fass, was willst du mit dem Lasso? Verhindern,
dass dieses alte Hutzelweib wegläuft. Keine Angst, die entwischt uns nicht. Wüstengeister und Schlangenbrut, was machst du hier? Alte Weiber wie du haben im Dorf zu bleiben, wo es genügend Aufgaben für sie gibt. Ach, großer Deputy Fass, du bist es. Meine Augen sind schon alt und schwach. Ich hab dich nicht gleich erkannt. Verzeih einem alten Weib. Was treibst du dich hier herum? Verzeih mir. Ja, ja, ist ja schon gut. Versuche nicht mehr auszuweichen. Du weißt, wer ich bin. Der Beschützer von Marshall Bravestar. Und der beste Deputy, den es je auf diesem Planeten gab. Ja, ja, ich weiß. Ich bewundere dich ja so. Ich wusste, dass du kommen würdest. Deshalb bin ich hier. Du wusstest es? Aha. Ja, ja, natürlich, klar. Wer sonst hätte wohl so schnell herausgefunden, wo die Wasserleitung kaputt ist, wenn nicht ich? Weiter. Und woher wusstest du, dass die Wasserleitung zerstört war, hey? Oh, der Krach, der Lärm, die Explosion. War weit zu hören. Du hast mir noch nicht gesagt, weshalb du hier bist. Um dich zu warnen, Fuskas. Der Schande unseres Volkes. Er will das Feuer des Kosmos entzünden. Das Feuer des Kosmos? So, so. Ausgerechnet er. Wie will er das wohl schaffen? Ja, er hat die Rose der Wüste gefunden. Oh, du kennst die Legenden unseres Volkes. Darin heißt es, dass man das Feuer des Kosmos mit der Blüte der Rose entzünden kann. Das ist wahr. Marshall, wir müssen Skas sofort suchen. Ja, machen wir. Wenn es ihm gelingt, das Feuer des Kosmos zu entzünden. Mir wird ganz schlecht, wenn ich nur daran denke. Er könnte seine Fähigkeiten bis ins Uferlose steigern. Niemand wäre ihm dann noch gewachsen. Er würde zum Herrscher von New Texas werden. Selbst ein Schurke wie Texex könnte ihn nicht aufhalten. Oh, Skas wird die heilige Blume brechen. Welch ein Frevel, welch eine Schande für unser Volk. Die Wüstenrose. Unfassbar. Sie blüht höchstens einmal in 100 Jahren. Es gilt als höchstes Glück, sie zu sehen. Wo hat Skas sie gefunden? In der Hufeisenebene. Wo ist diese Hufeisenebene? Ich habe nie davon gehört. Ich weiß nur, dass es ein Teil der Wüste ist. Ich weiß aber nicht, wo. Es ist verzeichnet in der Halle der Welten. Nie davon gehört. Was ist das? Ein heiliger Ort. Wir nennen ihn auch die Höhle der Ahnen. Dort sind alle Orte dieses Planeten verzeichnet. Kommt, ich bringe euch dorthin. Einverstanden, Fass. Los, steigt ein. Was ist mit der Alten, Sir? Wir nehmen sie in der Kutsche mit. Nein, bitte lasst mich. Ich muss noch einige Kräuter suchen. Ich brauche die Kräuter für meinen Rücken. Oh, ich habe Schmerzen, große Schmerzen. Dann eben nicht. Kurier deinen Rheuma. Los, Freunde, wir fahren. Ja, ja, fahrt nur, ihr Narren. Jetzt kann ich meine Maske abnehmen. Ah, ich dachte schon, Fass erkennt mich. Aber er ist zu dumm. Er erkennt seinen eigenen Bruder nicht. Hat mich tatsächlich für eine alte Frau gehalten. Ich muss es Tex-Hex melden. Hallo, Tex-Hex, hörst du mich? Hallo, Skas. Was gibt es? Es hat geklappt. Marshall Bravestar ist drauf reingefallen. Er wird in die Hufeisenebene fahren, die gefährlichste Wüste, die es auf New Texas gibt. Ausgezeichnet, Skas. Aus dieser Wüste wird er nicht mehr zurückkommen. Dafür wird Sandstorm sorgen. Marshall Bravestar war einem der Geheimnisse des Planeten New Texas auf der Spur. Fass würde ihn nämlich zu einer Siedlung der Ureinwohner führen und hatte ihm mit dem Hinweis auf die Wüstenrose auch einen Einblick in das größte Rätsel des Universums gegeben. War es wirklich möglich, mit Hilfe dieser überaus seltenen Blume das Feuer des Kosmos zu entzünden? Und hatte Skas diese Rose tatsächlich gefunden, die nur einmal in 100 Jahren blühte? Hier ist es, in diesem Tal. Oh, das ist wunderschön hier, Fass. Alles grünt und blüht, eine richtige Oase. Du bist der erste Terraner, der dieses Tal betritt.
Wir haben noch nie zuvor einen Fremden hier willkommen geheißen. Auch keine Prairie-People von anderen Stämmen? Fremde sind für uns nur diejenigen, die von anderen Planeten kommen. Ich verstehe. Seht ihr die Hausschalen, die an den Felswänden kleben? Ja, die Schwalbennester. Eine ganze Stadt, die an Felswänden klebt. Und das sind die Häuser, in denen wir leben. Wie kommt ihr dorthin? Einige Häuser sind 30 Meter und noch mehr über dem Boden der Schlucht. Die Felsen sind ausgehöhlt. Die Stadt hat nur einen einzigen Zugang. Der liegt ganz unten in der Schlucht. Von ihm aus führen viele Gänge durch den Berg. Jeder Gang endet in einem der Häuser. Es ist wirklich wunderschön hier fast. Guck mal, viele der Häuser verschwinden fast unter Blumen und grünen Ranken. Wir sind sehr stolz auf dieses Tal. Es gibt kein schöneres in der ganzen Milchstraße. So? Tatsächlich? Woher weißt du das? Kennst du etwa die ganze Milchstraße? Natürlich nicht, Colonel Beauregard. Ich habe diesen Planeten noch nie verlassen. Ich weiß es trotzdem. Wo soll ich landen? Dort unten bei dem verdorrten Baum. Siehst du? Der Schamane meines Volkes ist schon da. Er wusste, dass wir kommen. Er ist Häuptling, Medizinmann und Seher in einer Person. Er verdient euren Respekt. Ja, und wie spreche ich ihn an? Sag einfach Schamane zu ihm. Ho, Schamane! Oh, Kamal Fass. Es ist lange her, dass du einen Fuß in das Tal der Väter gesetzt hast. Umso größer ist die Freude, die mein Herz erfüllt, Schamane. Es ist die Sorge um deinen Stiefbruder, die dich zu uns führt. Es heißt, dass er die Rose der Wüste gefunden hat. Sie soll ihm helfen, das Feuer des Kosmos zu entzünden. Sie blüht in der Hufeisenebene. Wir müssen wissen, wo das ist. Skaz darf das Feuer nicht entzünden. Er würde Unheil über unser Volk bringen. Ich kann die Gedanken des Bösen nicht empfangen. Nur eure Gedanken sind mir offen. Ich weiß, dass ihr die Wahrheit sagt. Kommt. Folgt mir in die Höhle unserer Ahnen. Ich zeige euch, wo die Hufeisenebene liegt. Wir danken dir, Schamane. Dankt mir, wenn ihr lebend zurück seid. Die Hufeisenebene ist gefährlich. Nur wenige kehren von dort zurück, wo mehr Kerium verborgen ist, als sonst irgendwo auf dieser Welt. Komm, Bravestar. Ja. Sieh das Wunder der Höhle. Seltsamer Schamane, Sir. Aber sehr wichtig für uns, Colonel Beauregard. An den Wänden sind Zeichnungen. Landkarten. Dort. Die blaue Wüste. Das Tal der tanzenden Schatten. New Cheyenne. Alles da, Sir. Schamane, wo ist die Hufeisenebene? Hier. Im Herzen der Sonnenwüste, wo es tagsüber so heiß wird, dass das Wasser siedet. Das ist ziemlich warm. Der Große über den Wolken lässt nicht mit sich spaßen. Fordert ihn nicht heraus. Wir müssen es wagen, Schamane, ob wir wollen oder nicht. Niemandem auf New Texas kann es recht sein, wenn Skaz das Feuer des Kosmos entzündet. Das wäre immer noch besser, als wenn es dem Herrn des Himmelswagens gelänge. Was? Was meint er damit, Herr des Himmelswagens? Ach, denkt dir nichts dabei. Er meint die Raumschiffe, die von der Erde kommen. Wir danken dir, Schamane. Bravestar verlor keine Zeit. Er verstaute Wasser und einige Lebensmittel in der Strato-Coach und flog dann mit Fass und Colonel Beauregard weiter. Bald waren die Berge überwunden. Und weiter ging's nach Süden, in die hitzeflimmernde Wüste hinaus. Da vorn beginnt die Hufeisenebene. Sie ist weiß wie Schnee und angenehm warm. Was dich nicht weiter berühren dürfte, Colonel Beauregard. Für Fass und mich sieht es allerdings schon anders aus. Du irrst dich, Sir. Das Öl in meinen Gelenken wird so schön dünn und geschmeidig, wenn es so warm ist, Sir. Ja, sag ich doch. Wie schön für dich.
Ich wusste gar nicht, dass ein Roboter überhaupt etwas als angenehm empfinden kann. Mir wäre es angenehm, wenn ich wüsste, wo wir Skaz suchen müssen. Die Hufeisenebene ist groß. Wir brauchen einen ganzen Tag, um sie zu durchqueren. Sag mal, was weißt du über die Rose der Wüste? Wo wächst sie? Einfach so im Sand oder gibt es Quellen mit ein bisschen Grün, wo sie gedeiht? Tut mir leid, ich weiß es nicht. Da müssten wir Sandstorm fragen. Sein Volk lebt irgendwo jenseits dieser Wüste. Dieser mürrische Bursche könnte uns was sagen, aber er wird es nicht tun, weil er zu Tex-Ex gehört. Naja, dann bleibt uns nichts anderes übrig. Wir müssen weiter aufsteigen. Vielleicht gewinnen wir einen besseren Überblick, wenn wir 4.000 oder 5.000 Meter hoch sind. Also haltet euch fest, Freunde. Es geht aufwärts. Hoffentlich ist das windelfrei, Sir. So, ich? Natürlich bin ich das. Ich meine nur, muss es wirklich so hoch sein? Wäre es nicht unten unter diesen Umständen in der Kutsche bequemer? Wir gehen gleich wieder nach unten, Pass. Ich will mich nur ein wenig umsehen. Die besonderen Fähigkeiten meines Volkes sollen mir dabei helfen. Ich kann nichts erkennen, Sir. Ich sehe nur eine endlose weiße Wüste, in der es kein Leben geben kann, Sir. Nirgendwo eine Spur von Skaz. Das ist geflogen. Ebenso wie wir. Vielleicht zeigt der Radar an, wo sein Carrika ist. Nein, Sir. Kein Ortungsreflex. Da, wir müssen nach Westen. Man kann es jetzt erkennen, dass die Ebene tatsächlich die Form eines Hufeisens hat. Dort hinten ist etwas grün. Dort könnte es sein. Von mir aus. Aber können wir jetzt nicht wieder nach unten gehen? Hier oben ist es so... luftig. Und ich sehe sowieso nichts. Deine Augen sind doch etwas besser als meine. Einverstanden, mein Freund. Wir gehen wieder nach unten. Es dauerte noch eine geraume Weile, bis auch Fass und Borobot die grüne Insel erkannt hatten. Sie wurde von riesigen Sanddünen eingeschlossen. Brave Star verlangsamte den Flug der Stratocoach und landete in den Dünen, nur wenige Schritte von einigen Bäumen entfernt. Sir? Ja? Ich glaube, da drüben sind Spuren. Sie könnten von Skaz sein. Tja, steigen wir ab und sehen wir nach. Ich komme mit, Sir. Was für ein seltsamer Geruch. Fällt euch das nicht auf? Ach, dir ehrlich, Borobot. Du kannst ja nicht riechen. Aber dir, Marschall, fällt dir nichts auf? Bitte, Colonel Borobot. Auch der Colonel riecht nichts. Ob der Duft von der Rose der Wüste kommt? Das wäre doch möglich, oder? Tja, niemand weiß, ob die Rose riecht. Der Duft kann auch von den Bäumen dort oder von den Büschen kommen. Hey, das ist nicht die Spur von Skaz. Die Fußabdrücke sind viel zu groß. Hier ist jemand gegangen, der größer und massiger ist als er. Wer kann das gewesen sein, Sir? Ich weiß nicht. Skaz jedenfalls nicht. Sollte noch jemand die Wüstenrose gefunden haben? Vielleicht lebt jemand auf diesem grünen Fleckchen in der Wüste. Sandstorm vielleicht. Das wäre aber gar nicht gut für uns. Folgen wir der Spur, bevor der Wind sie verweht. Und finden wir es raus. Sollte nicht einer von uns bei der Kutsche bleiben, Sir? Ein guter Vorschlag, Colonel. Das übernimmst du. Pass auf, dass uns niemand die Stratocoach wegnimmt. Du kannst dich auf mich verlassen, Sir. Ei, ei. Ein Sandsturm. Brave Star, was tun wir? Ein Sandsturm! Zurück zur Kutsche, schnell! Wir setzen uns in die Kutsche und warten, bis der Sturm vorbei ist. Hier, wickelt euch ein Tuch vor Mund und Nase. Schützt euch vor dem Sand. Beeilt euch! Borobot, hilf mir! Ich kann mich nicht halten, der Wind ist zu stark. Hilf mir deine Hand! Danke. Wo ist die Kutsche?
Ich sehe sie nicht mehr. Überall Sand. Nur Sand. Sie muss direkt vor uns sein. Geht weiter, Freunde. Weiter. Haben wir es geschafft? Da ist die Kutsche recht. Aber der Riese, das ist ja... Das ist... Sandstorm. Dieser Teufel gehört zu Tex-Hex. Er hat den Sandsturm gemacht mit seinem Blasrohr. Aufhören, Sandstorm! Aufhören! Es war seine Spur, die wir gesehen haben. Sandstorm! Aufhören! Perfekt! Ich sehe ihn nicht mehr. Und der Sturm wird immer schlimmer. Bleibt hier, hinter den Büschen. Wir müssen warten, bis der Sturm vorbei ist und wir die Kutsche wieder sehen können. In der Tat war der geheimnisvolle Sandstorm verantwortlich für das, was geschah. Dichte Sandwolken jagten über Brave Star und seine Begleiter hinweg und zwangen sie, im Schutz der Büsche zu bleiben und zu warten, bis der Sturm endlich abflaute. Ist vorbei. Endlich. Alles ist voller Sand. Ja. Die Nase, die Ohren, die Kleidung, die Schuhe, einfach alles. Ja, und von der Strato-Coach ist nichts mehr zu sehen. Sturm hat sie hinweggefegt, Sir. Sicherlich liegt sie irgendwo unter dem Sand. Ja, das glaube ich nicht. Dennoch werden wir nachsehen. Komm, Freunde. Was ist das für ein Geräusch? Hört sich ja scheußlich an. Das bin ich. Bei mir knirscht es im Getriebe. Oh. Entschuldigung, dann solltest du besser einen Ölwechsel machen. Das ist nicht so wichtig, Fass. Viel schlimmer ist, dass die Kutsche weg ist. Sie ist nicht weg. Da, da liegt sie ja. Wo? Halb unter Sand begraben. Sieht aber nicht so aus wie unsere Kutsche. Aber das ist sie, ganz bestimmt. Und ich dachte schon, Sandstorm hätte sie geklaut. Ja, das hat er auch. Es ist keine Kutsche. Es hat keine Räder. Was ist es, Colonel? Es scheint mir viel größer zu sein als die Kutsche. Und ist tief im Sand vergraben. Nur ein Teil davon ragt oben raus. Ich räume den Sand weg, Sir. Ja, ja, mach das. Ja, du hast die größten Hände. Keiner von uns kann das so gut wie er. Und der Bagger. Hier ist eine Tür. Nein, Sir. Keine Tür. Ein Schott. Das ist doch dasselbe, Tür oder Schott. Für mich ist das kein Unterschied. Da gibt es aber große Unterschiede, Fass. Eine Kutsche hat Türen. Weiß ich selber. Großartig, dass du mir das erklärst. Aber ein Raumschiff hat Schotte. Und dies ist ein Schott. Ja, 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 ja. Demnach ist dies ein Teil eines Raumschiffs. Eines Wracks. Es müsste also irgendwann mal ein Raumschiff über New Texas abgestürzt sein. Nur, ich weiß nichts davon. Ich auch nicht, Sir. Ich habe alle diesbezüglichen Informationen gespeichert, aber es ist nie ein Raumschiff auf diesem Planeten verloren gegangen. Außerdem ist dies nur ein Teil von einem Raumschiff. Seltsam. Vielleicht ist es während der Landung oder beim Start aus einem der Raumschiffe rausgebrochen. Auch das hätte gemeldet werden müssen. Ja, ich weiß, aber halten wir uns nicht damit auf. Unsere Kutsche ist weg. Das ist jetzt viel wichtiger. Ja, und was nun? Tja, wir sehen uns um. Vielleicht gibt es hier irgendjemanden, der uns helfen kann. Naja, auf jeden Fall, wir haben Wasser, sodass wir ein paar Tage überleben können. Es gab genügend Wasser, sodass Brave Star und Fass nicht zu verdursten brauchten. Carl Borobot hatte da ohnehin keine Probleme. Der Roboter brauchte nichts weiter als hin und wieder ein paar Tropfen Öl. Nein, es ging um etwas anderes. Tex-Hex war es gelungen, Marshall Brave Star, seinen gefährlichsten Gegner, in die Wüste zu locken und dort festzuhalten. Bis jetzt hatte er das Duell in der Wüste gewonnen. Wir sind Tex-Hex in die Falle gegangen. Tut mir leid, Marshall. Ich hätte besser aufpassen müssen. Ach, es war nicht deine Schuld, Fass. Ich hatte die Verantwortung. Schlimm ist nur, dass wir hier festsitzen.
sodass Tex-Hex in New Cheyenne schalten und walten kann, wie er will. Großartig. Und was tun wir? Ich würde euch ja beide retten, wenn ich nur wüsste, wie. Ich kann ja durch die Wüste fahren, Sir, und Hilfe holen. Ich kann Tag und Nacht fahren, ohne müde zu werden. Ich brauche kein Wasser und keinen zusätzlichen Treibstoff. Alles richtig, Colonel, aber du bist mir nur zu langsam. Ich bin wesentlich schneller. Ich habe die Fähigkeiten der roten Falken vom Mars. Und ich werde sie nutzen. Du willst durch die Wüste laufen? Das kann doch nicht dein Ernst sein. Nicht einmal ich würde das überleben. Ich bin sicher, dass ich in der Wüste der Überlegene bin. Ich habe es mir genau überlegt, Freunde. Heute Abend, wenn es kühler wird, breche ich auf. Ich werde laufen. Schnell laufen. Morgen früh habe ich die Wüste durchquert und die Berge erreicht. Dann werde ich ins Tal deiner Väter gehen, Fass. Der Schamane wird mir helfen, nach New Cheyenne zu kommen und von dort Hilfe für dich und Colonel Borobot zu holen. Ich habe auch einen Vorschlag, Sir. Bitte? Fass und ich werden ebenfalls aufbrechen. Ich bin langsamer, Sir. Aber ich kann den Deputy tragen und deiner Spur folgen. Dann hast du später nicht so weit, wenn du uns holst. Einverstanden, Colonel? So machen wir es. Tex-Hex wird eine dicke Überraschung erleben. Das Duell ist noch längst nicht entschieden. Bravestar wartete, bis die Sonne untergegangen war und es kühler wurde. Dann konzentrierte er sich auf seine besonderen Fähigkeiten. Er mobilisierte die Kraft des Bären, die es ihm ermöglichte, die ganze Nacht hindurch zu laufen, und die Schnelligkeit des Pumas, die ihn befähigte, die Wüste in einer einzigen Nacht zu durchqueren. Die Schatten sind da, Bravestar. Die des Bären und die des Pumas. Ich gehe jetzt, Freunde. Bleibt auf meiner Spur, damit ich euch wiederfinde. Du kannst dich auf uns verlassen, Sir. Also dann, bis morgen. Bis morgen. Er läuft los. Schneller als je ein Mensch gelaufen ist. Hoffentlich schafft er es. Natürlich hat er es nicht leicht, weil ich nicht bei ihm bin. Aber die Mächte der roten Falken vom Mars werden ihm schon helfen. Er ist schnell wie der Schatten der Wolken, die über den Himmel jagen. Das hört sich ja richtig doll an, wie du das sagst, Colonel. Ich könnte natürlich noch schneller laufen als er, aber das will ich nicht. Ich möchte ihm die Freude nicht nehmen. Ach, tatsächlich? Dann brauchst du mich ja nicht. Colonel Borobot, wo bist du hin? Warte auf mich. Du sollst mich tragen. Aber warum denn? Du hast doch gesagt, dass du sogar besser laufen kannst als Bravestar. Naja, also, das ist ja nur... Ich meine, ohne mich findest du dich nicht zurecht. Bei allen Geistern der Wüste, zum Teufel, warte auf mich! Warte! Marshall Bravestar gelang es, die Wüste während der kühlen Nachtstunden zu durchqueren. In den Morgenstunden überwand er die Berge und erreichte das Tal der Prairie People. Der Schamane half ihm, rasch nach New Cheyenne zu kommen. Als Bravestar dort eintraf, hallten Schüsse durch die Straßen der Stadt. Was ist denn hier los? Bravestar, ich hätte nicht gedacht, dass Sie zurückkommen. Es sieht schlecht aus, sehr schlecht. Naja, sag schon, was ist los? Tex-Hex und seine Leute greifen vor Kirium an. Und sie werden es wohl schon erobert haben. Aber wieso kommen Sie auf einem Karren daher, der von einem Zwerg-Skullwalker gezogen wird? Den Karren und den Skullwalker haben mir die Prairie-People gegeben, aber das ist eine lange Geschichte. Kommen Sie! Ich? Was habe ich mit den Kämpfen zu tun? Händelbar ist im Vorkirium. Das muss genügen. Ich kümmere mich um die Verletzten, falls es welche gibt. Das ist mein Geschäft. Händelbar ist im Vorkirium? Ja, er hat den Bürgersteig hochgeklappt und schießt mit den Lähmstrahlern, die sie darunter angebracht haben. Ausgezeichnet! Aber jetzt wird es Zeit, dass ich ihm helfe. Marshall! Marshall Bravestar! Ja! Händelbar schießt nicht mehr. Tex-Hex wird Vorkirium jetzt stürmen. Und wenn Vorkirium erst einmal gefallen ist, dann ist meine Bank als nächstes dran. Dazu wird es nicht kommen. Ja,
Schatten von Puma und Bär. Brave Star hat die Geister der großen Kämpfer berufen. Sie helfen ihm, diese Banditen zu besiegen. Also, wenn das so ist, ja, ich meine, das sollten wir uns ansehen. Na, genau das wollte ich sagen, Doktor. Kommen Sie. Comics, sehen Sie, Tex Hex, Skywalker und Thunderstick reißen den Bürgersteig mit. Sie wollen ihn vor Kirium eindringen. Jetzt ist Brave Star bei Ihnen. Sie kämpfen. Tex Hex hat schon genug. Er flieht mit dem Skywalker. Und Thunderstick auch. Dem Himmel sei Dank. Er rennt davon. Was ist mit dem Marshall? Warum folgt er Ihnen nicht? Ja, das wird er uns hoffentlich gleich erzählen. Er hat die verdammte Pflicht, diese Banditen zu verhaften. Wenn er es nicht tut, dann muss er schon einen sehr guten Grund dafür haben. Oder es gibt Ärger. Schließlich geht es um die Sicherheit meiner Bank. Ich habe sowieso schon hohe Verluste. Wer weiß, was da passiert ist. Gut ist es bestimmt nicht für unsere Stadt. Meine Güte, was sind das nur für Zeiten? Die Tür zum Fort ist offen. Kommen Sie, wir gehen hinein. Marshall, was ist denn passiert? Machen Sie doch die Augen auf. Warum lassen Sie Tex Hex entkommen? Das geht doch nicht. Was soll denn nur aus New Cheyenne werden, wenn Sie... Handelbar liegt auf dem Boden. Und Mace auch. Sie sind gelähmt. Ja, die beiden haben vor Kirium verteidigt und damit New Cheyenne gerettet. Sie waren die Einzigen, die gekämpft haben. Die anderen haben nur gejammert und geklagt, anstatt anzupacken. Und jetzt reden Sie nicht, Doc, sondern helfen Sie. Aber die Banditen... Einen von Ihnen haben wir. Skaz. Er liegt auf der Rückseite vom Fort. Er ist mir im Augenblick noch wichtiger als Tex Hex. Was? Wichtiger als Tex Hex? Wie sollen wir denn das verstehen? Ganz einfach, Comics. Skaz soll mir helfen, einem Geheimnis auf die Spur zu kommen. Und er wird es tun, ob er will oder nicht. Einem Geheimnis? Ja. Das kann nur böse enden. Man soll nicht alles ergründen wollen, Brave Star. Doch, 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 Doktor. Also ich finde das schon. Um was für ein Geheimnis handelt es sich denn, Marshall? Es geht um das Feuer des Kosmos, das man mit Kirium entfesseln kann. Ich fürchte, niemand ist ihm so nahe wie Skaz. Und deshalb ist es gut, dass wir ihn haben. Das Feuer des Kosmos. Alle sprechen davon. Jeder, der einmal Kirium in der Hand gehabt hat, der träumt davon. Und ausgerechnet dieser Bösewicht sollte das Rätsel lösen? Also, das erschreckt mich. Ja, das wäre eine Katastrophe. Genau das, Doc. Aber verlassen Sie sich drauf. Ich werde alles tun, um es zu verhindern. Jetzt kommen Sie. Wir müssen Handelbar und Mace helfen. Ja, aber meine Bank und... Kein unnötiges Gequatsche, ich habe noch mehr zu tun. Ich muss mich um die Stratocoach kümmern, die Tex Hex zurückgelassen hat. Und ich muss noch einmal in die Wüste fliegen, um Fass und Colonel Borobot zu helfen. Also, nun packen Sie endlich zu!